Und wir gehen live nach Berlin. Bundespressekonferenz hier live auf Phoenix. Und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. In diesen besonderen Tagen der Krise lassen wir eine Live-Übertragung dieser Veranstaltung zu. Und ich möchte deshalb kurz vorweg ein paar Sätze zur Bundespressekonferenz sagen. Wir sind ein regierungsunabhängiger Verein, der Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik, über Bundesregierung und Bundestag berichten. Und wir organisieren hier an dieser Stelle Pressekonferenzen mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierung, der Opposition, aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und ermöglichen es, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz zum einen, aber auch die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse hier ihre Fragen stellen können. Und wir freuen uns, dass die Gäste jetzt auch unter diesen besonderen Bedingungen nach wie vor zu uns kommen. Die Live-Übertragung auf Phoenix wird begleitet von Gebärdendolmetschern, die Sie hier schon sehen. Das sind heute Lisa Mondschein und Annika Reusch. Auch willkommen an Sie. Und ein Dank an dieser Stelle an den Fernsehsender Phoenix, der diese Gebärdendolmetschung organisiert und ermöglicht. Wir beginnen mit den Terminen der Kanzlerin und dann auch noch mit einem Terminhinweis aus dem Umweltministerium. Bevor ich mit den Terminen beginne, würde ich gerne noch zum Tode Norbert Blüms mich äußern. Mit großer Betroffenheit hat die Bundeskanzlerin heute vom Tod des langjährigen Bundesarbeitsministers oder Bundesministers für Arbeit und Soziales Kenntnis erhalten. Seinen Angehörigen und seinen Freunden spricht die Bundeskanzlerin ihr tief empfundenes Mitgefühl und ihre Anteilnahme aus. Ich darf für die Bundeskanzlerin sagen, dass sie mit Norbert Blüm in der Zeit von 1990 bis 1998 im Kabinett von Helmut Kohl zusammengearbeitet hat und dass Norbert Blüm ihre Arbeit stark geprägt hat. Norbert Blüm war ein Politiker, der moderne Sozialpolitik für alle verständlich formulieren konnte. Er bleibt als Persönlichkeit in Erinnerung, die stets nah an den Menschen war. Er kannte Werkbank und Ministerschreibtisch. Sein Herz schlug für die Menschen, die mit ihrer Arbeit unser Land aufgebaut haben. Er hat die soziale Marktwirtschaft entscheidend mitgeprägt. Die Einführung der Pflegeversicherung ist sein großes Verdienst für alle Menschen in unserem Land. Und nun möchte ich, wie üblich, mit einem Blick auf die Termine der Bundeskanzlerin beginnen, die ich Ihnen heute nennen kann. Über mögliche Änderungen und zusätzliche Termine informieren wir Sie natürlich wie gewohnt rechtzeitig. Bereits am heutigen Freitag wird die Bundeskanzlerin mit anderen Staats- und Regierungschefs und internationalen Gesundheitsorganisationen an einer presseöffentlichen Videokonferenz auf Einladung der Weltgesundheitsorganisation teilnehmen. Im Rahmen dieser Videokonferenz werden Gesundheitsorganisationen eine internationale Initiative zur Forschung und Entwicklung von Impfstoffen, Arzneimitteln und Diagnostika gegen Covid-19 und einen Aufruf zu deren Finanzierung vorstellen. Das ist ein wichtiger Meilenstein in Vorbereitung auf eine von der EU-Kommission organisierte internationale Geberkonferenz am 4. Mai, bei der die Bundeskanzlerin die Co-Gastgeberschaft übernehmen wird. Die Initiative geht auf den außerordentlichen G20-Gipfel vom 26. März diesen Jahres zurück. Dort hatte sich die G20 dazu verpflichtet, die globalen Anstrengungen zur Bekämpfung der Covid-19-Krise zu intensivieren und dabei das Mandat der WHO zu stärken. Die Bundeskanzlerin begrüßt diese Initiative sehr und wird ein kurzes Statement halten. Die Videokonferenz findet zwischen 15 und 16 Uhr statt und wird per Livestream von der WHO übertragen. Die Bundeskanzlerin wird sich auch in der kommenden Woche wieder mit den zuständigen Ministerinnen und Ministern zur Lage in der Corona-Pandemie besprechen. Dieses sogenannte Corona-Kabinett findet am Montag und dann auch am Donnerstag statt, wie in den vergangenen Wochen auch. Am Dienstag, 28. April, wird die Bundeskanzlerin am Petersberger Klimadialog teilnehmen. Dieser findet dieses Jahr auch als Videokonferenz statt. Die Bundeskanzlerin wird das sogenannte High-Level-Segment um 15.10 Uhr mit einem Eingangsstatement eröffnen. Ebenfalls erwartet wird unter anderem die Teilnahme von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Corona-Pandemie stellt die internationalen Klimaverhandlungen vor ganz neue Herausforderungen. Die UN-Klimakonferenz COP26 wurde, wie Sie ja wissen, auf das kommende Jahr verschoben. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir die Klimaschutzziele aus dem Paris-Abkommen aus den Augen verlieren. Die Bundesregierung
hält in Form einer Videokonferenz am Petersberger Klimadialog fest, um weiterhin einen Austausch zu den wichtigen dieses Jahr anstehenden Fragen des Klimaschutzes zu ermöglichen und Impulse für die Vorbereitung der COP26, die dann im nächsten Jahr stattfindet, zu geben. Die Reden und der anschließende Austausch können ab 15.10 Uhr im Livestream verfolgt werden und die Adresse lautet www.bmu.de/livestream. Am Mittwoch, den 29. findet dann um 9.30 Uhr wie üblich unter der Leitung der Bundeskanzlerin das reguläre Kabinett statt. Direkt im Anschluss an das Kabinett werden sich die Mitglieder des Kabinetts in einer Sondersitzung mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft befassen, die ja am 1. Juli beginnen wird. Dabei wird es vor allem um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Präsidentschaft gehen, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Als Gast wird der Generalsekretär des Rates, Herr Jeppe Tranholm-Mikkelsen, teilweise an der Sitzung per Zuschaltung teilnehmen. Und am Donnerstag, den 30. April, wird es, wie Sie ja bereits wissen, eine weitere Bund-Länder-Schaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin geben. Dazu hat die Bundeskanzlerin ja gestern schon in ihrer Pressekonferenz bereits geäußert. Details werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Und damit sind wir durch. Genau. Ulrike Demmer hat es gerade angesprochen, den Petersberger Klimadialog. Ich kann das kurz ergänzen. Eingeladen hat die Bundesumweltministerin zusammen mit ihrem britischen Amtskollegen Alok Sharma, dem designierten Präsidenten der nächsten Weltklimakonferenz, die ja nächstes Jahr stattfinden wird. Teilnehmen werden rund 30 Klimaministerinnen und Klimaminister aus aller Welt, repräsentativ zusammengestellt aus den unterschiedlichen Staatengruppen, die in der Klimadiplomatie eine wichtige Rolle spielen. Zum ersten Mal digital, vieles wird anders sein, manches bleibt aber auch gleich. Hauptthema in diesem Jahr ist das, was international die Green Recovery genannt wird. Da geht es darum, wie der Neustart der Wirtschaft so organisiert werden kann, dass die Weltgemeinschaft krisenfester und klimaverträglicher aus der Pandemie gehen kann. Wir finden, dass das ein Thema ist, was auch auf internationaler Ebene besprochen werden sollte und auch von den für Klimaschutz zuständigen Ministerinnen und Ministern. Zum Ablauf hat Ulrike Demmer bereits einiges gesagt. Wir beginnen am Montag um 10.30 Uhr mit einer Pressekonferenz mit Svenja Schulze, mit dem Ökonomen Nick Stern und mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund, der Generalsekretärin Sharon Burrow. Dann wird es weitere Treffen geben, die nicht presseöffentlich sind. Und dann am Dienstag der Höhepunkt, das Ministertreffen mit dem High-Level-Segment, mit dem UN-Generalsekretär und der Bundeskanzlerin, dann öffentlich bei uns auf der Website verfügbar für Sie. Vielen Dank. Dann beginne ich hier mit Herrn Jung direkt dazu. Herr Fichtner, zum Thema Green Recovery, da hat sich die Ministerin ja auch geäußert in Sachen Wirtschaftshilfe für die Autoindustrie. Da habe ich nur eine Verständnisfrage. Eine Art Abwrackprämie für Verbrenner jeglicher Art soll es nicht geben nach ihr, korrekt? Die Ministerin hat sich da heute in einem Interview zu geäußert. Da ging es um eine Innovationsprämie. Sie hat jetzt nicht gefordert, dass sowas morgen kommt, sondern sie hat ihren Kompass definiert für den Erfolg von solchen Maßnahmen und hat dort gesagt, dass Maßstab für gute Konjunkturpolitik sind Klimaschutz, Innovation und Arbeitsplätze. Und jede Maßnahme, die dann künftig beraten wird in der Bundesregierung, wird sie auf diese Maßstäbe abklopfen. Das Verständnis, eine Förderung von umweltschädlichen Autos kommt mit der Umweltministerin nicht in Frage. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ich kann es noch mal sagen, was sie da im Interview formuliert hat. Sie hat gesagt, falsch wäre es, jetzt Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und hohem CO2-Ausstoß zu fördern, die dann weitere 10, 15 Jahre auf unseren Straßen fahren. Daher bin ich gegen eine einfache Neuauflage der Abwrackprämie. Sie hat der Umwelt nicht genützt. Das ist das, was die Ministerin gesagt hat. Damit will ich nicht sagen, dass es jetzt heute eine tagesaktuelle Debatte gibt, sondern das ist etwas, was in späteren Phasen der Krisenbewältigung kommen wird. Und dann kennen Sie jetzt schon den Kompass, der die Bundesumweltministerin in diesen Beratungen leiten wird. Ganz kurz, wird sie bei dem Spitzentreffen im Kanzleramt im Mai dabei sein? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Nee, weiß ich nicht. Dann habe ich jetzt hier dazu noch zwei Meldungen. Sie meinen das Spitzentreffen heute, ne? Nein, das ist der Autogipfel. Der Autogipfel, nee, das weiß ich nicht. Dann müsste sie dort dabei sein. Ist noch ein bisschen hin, ne? Wir halten Sie auf dem Laufenden.
Dann erst Herr Rinke, dann Herr Thiede. Ja, ich hätte zu den Terminen noch eine ganze Reihe von Fragen. Zunächst mal zur WHO und der heutigen Sitzung. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es jetzt mittlerweile in der Bundesregierung eine Verständigung gibt zwischen den verschiedenen Häusern, ob man verstärkt in die Finanzierung der WHO einsteigt. Das war ja in den letzten Tagen offen geblieben, ob man zum Beispiel als Ersatz für die ausfallenden Zahlungen der USA mehr Geld zahlt über diese 5 Millionen, die vom Auswärtigen Amt zur Verfügung gestellt werden. Wird die Bundeskanzlerin das heute ankündigen? Ich Herrn Burger bitten. Ich hatte dazu ja hier vor 2 Tagen schon einmal kurz ausgeführt. Frau Demmer hat das angedeutet, wir sprechen in der Bundesregierung gerade ganz sehr intensiv darüber, sowohl unter den vielen verschiedenen beteiligten Ressorts als auch mit dem Bundestag, wie wir unser Engagement zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ausweiten können. Wir sind uns innerhalb der Bundesregierung einig, dass wir hier einen globalen Ansatz verfolgen müssen, denn kein Land kann diese Pandemie allein erfolgreich bekämpfen, sondern das wird nur gelingen, wenn das überall auf der Welt gelingt. Und deswegen verfolgen wir hier einen umfassenden politischen Ansatz, auch als Teil deutscher Außenpolitik. Das ist natürlich ein wahnsinnig breites Feld. Das umfasst ganz verschiedene Bereiche, von dem Gesundheitsmanagement über Themen wie Stabilisierung, humanitäre Hilfe, Entwicklungspolitik. Und dann gibt es ja auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die in den Bereich wirtschaftliche Erholung, finanzielle Stabilisierung fallen, sodass da natürlich eine ganze Reihe von Ressorts betroffen sind. Ich hatte hier vor 2 Tagen konkret zu der Frage, tritt die Bundesregierung jetzt ein, um den Zahlungsstopp der USA auszugleichen, in Bezug auf die WHO gesagt, dass unser Ansatz im Moment darin besteht, mit den USA weiter Gespräche zu führen, auch gemeinsam mit anderen Partnern, weil wir der Meinung sind, dass die Arbeit der WHO die breiteste mögliche internationale Unterstützung bekommen sollte. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die WHO wie auch viele andere internationale Organisationen, die insbesondere im Bereich der humanitären Hilfe tätig sind, Zusatzbedarfe angemeldet haben. Es gibt einen Bedarfsplan, einen Hilfsaufruf der Vereinten Nationen in Höhe von etwa 2 Milliarden US-Dollar. Es gibt einen weiteren Hilfsaufruf der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung vom März in Höhe von noch einmal 800 Millionen Schweizer Franken. Da wird Deutschland als zweitgrößter humanitärer Geber natürlich entsprechend unseres Gewichts beteiligen. Da werden wir Sie in den nächsten Tagen und Wochen auch weiter dazu auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, derzeit laufen diese Gespräche zwischen den Ressorts und auch mit dem Bundestag noch. Aber nur um es richtig zu verstehen, die Kanzlerin wird deswegen heute, darauf zielte die Frage ein bisschen, heute keine weiteren Finanzzusagen machen über das, was bekannt war. Ich kann jetzt den Gesprächen naturgemäß nicht vorgreifen. Wie gesagt, sie begrüßt diese Initiative sehr. Es wird danach eine Pressekonferenz geben. Und ansonsten schließe ich mich Herrn Burgers Ausführungen voll und ganz an. Und sie nimmt an der Pressekonferenz teil? Weil das ja eine WHO-Veranstaltung ist. Wissen Sie was? Das müsste ich... Also das ist hier... Okay. Ich kläre das. Aber vielleicht könnte man das klären. Das ist ja auch ich kläre das, ja. Hier hat sich eine Frage erübrigt, dann nehme ich jetzt online, gibt es auch noch Nachfragen zu den Terminen. Und zwar 2-mal eine Frage in eine ähnliche Richtung, die richtet sich an Frau Demmer und an das Auswärtige Amt. Außenminister Maas hat angekündigt, dass es nächste Woche eine Videokonferenz im Normandie-Format stattfinden soll. Ob diese am 30. April stattfindet, ist es ein Treffen im Rahmen der Vorbereitung eines Gipfeltreffens im Normandie-Format? Wann kann jetzt dieses Gipfeltreffen stattfinden? Und die zweite Frage erweitert das Ganze noch, was die Bundesregierung von diesem Gespräch erwartet. Also vielleicht kann ich zunächst beginnen. Die Pandemie stellt natürlich auch bei diesem Thema eine große Herausforderung dar.
Die Bundeskanzlerin und Präsident Putin haben Austausch vereinbart in ihrem letzten Gespräch. Und zu einem weiteren Gipfeltreffen im Normandie-Format kann ich Ihnen jetzt leider hier nichts sagen, aber wir werden Termine wie immer am Freitag der Vorwoche ankündigen. Darüber hinaus steht natürlich der Außenminister, also die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Ukraine und Russland im Austausch und möchten, wie der Frager ja auch schon weiß, in der nächsten Woche zur Umsetzung der Minsker Vereinbarung sprechen. Daneben arbeitet die Bundesregierung auf Beamtenebene aber fortlaufend gemeinsam mit Frankreich an Fortschritten in wichtigen Einzelfragen mit dem Ziel, die Schlussfolgerungen, die auf dem Pariser Gipfel im Dezember getroffen worden sind, umzusetzen. Und dazu gehört natürlich vorrangig die Einhaltung der Waffenruhe und die Schaffung der weiterer Entflechtungszonen für den Rückzug von Truppen und Gerät. Ja, der Minister hat ja vorgestern schon genau das gesagt, worauf in der Frage auch Bezug genommen wird, dass wir für nächste Woche eine Videokonferenz im Normandie-Format geplant haben. Eine konkretere, präzisere Terminankündigung kann ich Ihnen heute noch nicht machen. Und ich glaube, zu den Themen hat Frau Demmer alles Wesentliche gesagt. Der Minister hat auch selber schon vorgestern dazu gesagt, wir müssen feststellen, dass wesentliche Teile der Beschlüsse des Normandie-Gipfels von Paris noch nicht umgesetzt sind. Und deswegen ist natürlich unsere Erwartung, dass wir mit diesem erneuten Treffen nun als Videokonferenz einen Impuls geben wollen, damit die Umsetzung dieser Beschlüsse nun endlich vorankommt. Dann gibt es online noch zwei weitere Nachfragen zu den Terminen. Die Kollegin Dunz von der Rheinischen Post fragt, wie verhält es sich mit den Konferenzen der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am 30. April und am 6. Mai? Über was wird an welchen Tagen beraten? Und ist es nicht riskant, erst den 6. Mai für Lockerungen über Gespräche zu nennen, wenn einige Länder ab dem 4. Mai bereits weitere Öffnungen zulassen? Also Bund und Länder hatten ja frühzeitig vereinbart, sich fortlaufend auf der Ebene der Regierungschefinnen und Regierungschefs über das jeweils vor allem an der epidemiologischen Gesamtsituation gemeinsame weitere Vorgehen abzusprechen. Diesem Zweck dienen selbstverständlich beide Termine. Über die Details kann ich Ihnen hier jetzt noch keine Auskunft geben. Es geht ja letztlich in dieser Pandemie darum, wir haben bei dem letzten Beschluss, den Bund und Länder gemeinsam gefasst haben, Lockerungen, Öffnungen gemeinsam darüber entschieden. Welche Auswirkungen diese Lockerungen und Öffnungen haben, lässt sich im Verlauf dieser Pandemie eben immer nur 10 bis 12, 14 Tage später erkennen. Deswegen gibt es, also diese Zeitverläufe bestimmen eben auch den Rhythmus weiterer möglicher Öffnungen und Lockerungen. Aber es im Anschluss an die MPK auch schon am 30. wird eine Presseunterrichtung stattfinden. Damit an den Kollegen Heller vom Korrespondentenbüro Herolz einfach die Frage, sozusagen, ob seine Frage damit beantwortet ist. Und ansonsten online noch den Hinweis, bitte Namen und Medium dazu. Herr Rinke, noch mal dazu. Ja, wenn jetzt die weiteren wegweisenden Beschlüsse zu Öffnungen erst am 6. Mai fallen, haben Sie die Sorge oder hat die Kanzlerin die Sorge, dass dann einzelne Bundesländer voranpreschen mit weiteren Entscheidungen über das, was bisher hinaus, was bisher bekannt ist? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, ich weiß gar nicht, an wen ich mich richte, aber wahrscheinlich auch an Frau Demmer. Das Hamburger Verwaltungsgericht hat ja jetzt die 800 Quadratmeter Grenze verworfen vorgestern. Wird das möglicherweise eins der Themen sein am 30.04., über das Bund-Länder erneut beraten? Ich kann jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt ja mehrfach schon gesagt, zu Details über die Themen der beiden Treffen, über die wir hier sprechen, kann ich Ihnen hier jetzt noch keine Auskunft geben. Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass der Entschluss oder der Beschluss von Bund und Ländern auf der letzten gemeinsamen Videokonferenz
Diese Wirkungen, also die Wirkungen dieser Maßnahmen und Lockerungen, die sind erst mit 14 Tagen Verzögerung zu erkennen. Und das bestimmt den Rhythmus weiterer Lockerungen. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass kein Land jetzt weiter vorprescht? Ich spekuliere jetzt hier nicht, sondern das ist das, was eben unser Handeln bestimmt. Dann bin ich bei der Kollegin rechts hinten von Ihnen aus links. Theresa Dapp, dpa, mit einer Frage an Herrn Alter. Der SWR berichtet, dass die Reisebeschränkungen in die Schweiz und nach Frankreich gelockert wurden. Ist das richtig und warum wurden die gelockert und wer genau darf jetzt wieder neu über die Grenze zusätzlich? Also es gibt keine Lockerungen bei den Grenzkontrollen an allen deutschen Binnengrenzen. Wir haben die ja vor gut sechs Wochen eingeführt und mussten im Laufe der Zeit feststellen, das ist, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar, dass es bei einer solchen Vielzahl von Entscheidungen, auch in diesem Ausmaß, wir haben ja sehr starke Beschränkungen im Moment, die außergewöhnlich sind, kommt es immer wieder auch zu Einzelfallentscheidungen, die schwierig zu handeln sind. Es hat jetzt im Laufe der letzten Wochen dazu intensiven Austausch gegeben, auch mit der Bundespolizei. Dort gab es eben Sachverhalte, die sich stark ausgewirkt haben, auch auf das Familienleben, etwa wenn Ehegatten sich besuchen wollten oder wenn es darum ging, das Kind zu besuchen, für das man sorgeberechtigt ist, das aber im Nachbarland, jeweiligen Nachbarland lebte. Diese Sachverhalte sind geklärt. Die Bundespolizei hat schon am 17. April einen entsprechenden Erlass vom Bundesinnenministerium erhalten, dass eine Reise zu einem Familienangehörigen auch im rechtlichen Sinne, das gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften, ein triftiger Einreisegrund ist. Und insofern sind diese Reisen möglich. Aber das ist mitnichten eine Lockerung, sondern das ist eine Klärung bestimmter Einzelfälle, um familiäre Härten zu vermeiden. Dann Herr Tiede. Ich habe eine Frage ans Arbeitsministerium und ans Gesundheitsministerium. Es betrifft einen Bericht darüber, wie die Bundesliga denn wieder starten könnte. Und zwar gibt es eine Stellungnahme des Arbeitsministeriums an das Gesundheitsministerium, in der zwei Varianten durchgespielt werden. Die eine davon ist, die Bundesliga-Profis laufen mit sportgerechten Masken auf, die alle 15 Minuten gewechselt werden müssen. Eine andere ist, dass sämtliche Spieler alle Personen um die Mannschaften herum bis zum Saisonende in Quarantäne müssten. Was ist an dem Papier dran und wer hat es erstellt und was passiert damit jetzt und wie sieht das Gesundheitsministerium diese Stellungnahme des Arbeitsministeriums? Dass das BMAS über arbeitsschutzrechtliche Fragen mit der DFL in Gesprächen ist. Denn selbstverständlich geht es auch bei einer möglichen Wiederaufnahme von Spielen in der Bundesliga darum, Fragen zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen. Uns geht es tatsächlich dabei darum, praktikable Lösungen zu finden, die auch auf breite Akzeptanz treffen. Möchte aber gleich vorwegschieben, dass die Entscheidung darüber, ob tatsächlich eine Wiederaufnahme stattfindet, nicht vom Bundesarbeitsministerium getroffen ist. Und weil Sie das Papier angesprochen haben, da kann ich nur dazu sagen, dass es sich dabei um erste Überlegungen auf Arbeitsebene gehandelt hat. Darüber haben sich die Kolleginnen und Kollegen des BMAS mit dem BMG ausgetauscht. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, das ist kein Papier des Arbeitsministeriums ans Gesundheitsministerium, sondern das ist ein Papier des Arbeitsministeriums, soweit ich das weiß. Und die Kollegin hat ja ausgeführt, dass es sich bei dieser Geschichte darum handelt, Arbeitsschutz zu beurteilen. Und das ist klassischerweise eine Frage des anderen Ressorts. Aber das heißt dann, dass die Experten in ihrem Haus dafür sind, dass entweder alle in Quarantäne gehen, also der gesamte Stab mit Spielern, oder aber alle mit sportgerechten Atem-Nasen-Schutzbedeckungen spielen? Also wie gesagt, das waren allererste Überlegungen auf Arbeitsebene. Das ist keine politische Entscheidung gewesen. Das Arbeitsministerium ist in Gesprächen mit der DFL. Die Gespräche dauern an. Ich kann über den Inhalt der Gespräche hier deshalb jetzt nicht berichten. Aber wir sind in Gesprächen über genau diese Fragen, jenseits jetzt dessen, was es an ersten Überlegungen innerhalb des Referates gab. Aber die Meinung hat sich nicht geändert, oder doch, jetzt im Laufe der Zeit?
wie gesagt, das waren erste Ideen und Überlegungen des Referates. Das ist sozusagen keine Position des Bundesministeriums insgesamt. Die Leitung des Ministeriums ist in Gesprächen mit der DFL. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie da der Stand ist. Sie dauern an und am Ende wird man dann sehen, was dabei rauskommt. Frau Dunz, geben Sie mir online einen Hinweis, wenn Ihre Frage damit nicht beantwortet ist, direkt dazu, Herr Rinke. Ich hätte ganz gerne dann das Gesundheitsministerium gefragt, wie denn die Haltung Ihres Ministeriums ist zu dieser Frage. Herr Spahn hatte ja zumindest Sympathie dafür durchschwingen lassen, dass man Geisterspiele wieder aufnehmen könnte. Gibt es bei Ihnen entsprechende Überlegungen, wie die Spieler sich schützen müssen, wenn sie wieder spielen, auch bei Geisterspielen? Nein, die gibt es nicht, weil das, wie gesagt, Aufgabe des Arbeitsministeriums ist. Das Konzept der DFL sieht so aus, dass ausschließlich Profis bei den Spielen anwesend wären. Und deswegen hat die Beurteilung dieses Konzepts was mit Arbeitsschutz zu tun und liegt damit im Ressort des Arbeitsministeriums. Herr Jung. Ich würde mal gerne wissen, wie die Kanzlerin zu dem Thema Sonderrolle Bundesliga und Vorbildfunktion für eine Gesellschaft, die in Quarantäne bzw. in eingeschränktem Modus agiert, wie sie dazu steht. Und Herr Alter, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie Herr Seehofer, auf welcher Entscheidungsgrundlage er ein Okay oder ein Nicht-Okay geben würde. Also ich kann ganz allgemein natürlich sagen, dass für das gesellschaftliche Miteinander der Sport natürlich sehr wichtig ist und die Bundesregierung den Sport natürlich auch im Auge behält. Weltweit wurden ja tatsächlich fast alle Sportgroßveranstaltungen für Olympia, also von Olympia Qualifikationswettkämpfe, Turniere abgesagt. Und in Deutschland sind, wie in vielen anderen Staaten, auch die Sportanlagen geschlossen. Der Sport ist und bleibt Gegenstand der aktuellen Beratungen. Auch vor diesem Hintergrund erarbeitet die Sportministerkonferenz aktuell ein Positionspapier zum stufenweisen Wiedereinstieg in das Trainings- und aber auch in den Wettkampfbetrieb. Zu Geisterspielen hat sich, wenn ich richtig informiert bin, auch das Robert-Koch-Institut geäußert. Negativ, ja. Aber ich wollte von der Kanzlerin wissen oder von Ihnen, was konkret Sie zu den Profifußballern sagt. Nicht zum Sport, zum Breitensport allgemein, sondern zur Sonderrolle Bundesliga. Ich habe Ihnen zum Thema Sport jetzt alles gesagt, was ich Ihnen von dieser Position aus sagen kann. Ich nehme Sie dazu. Ja, danke. Also für das Bundesinnenministerium, das ja auch für Sport zuständig ist, ist die Position so, dass wir natürlich zunächst einmal die Vereinbarung vom 15. April sehen, die die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs getroffen hat. Und diese gelten zunächst einmal bis Anfang Mai. Und sie gelten auch für den Sport uneingeschränkt. Selbstverständlich ist auch das BMI bereit, sich für eine Phase, die das erlaubt, an konzeptionellen Überlegungen zu beteiligen, wie man schrittweise wieder einsteigen kann in den Profisport, auch in den Fußball. Aber das sind Vorüberlegungen. Und ob man zu einer Entscheidung kommen kann, das wieder zuzulassen, ist zunächst mal davon abhängig, wie sich die Gesundheitslage in Deutschland entwickelt. Da muss man die Ergebnisse sich anschauen. Und es ist, glaube ich, auch jedem klar, das ist jetzt von mir eine Betrachtung aus der Fernsicht, weil ich kein Mediziner bin, aber wenn man Regeln aufstellt und beurteilen will, wie diese Maßnahmen wirken, dann ist es notwendig, dass sich alle an diese Regeln halten, sonst wird das Ergebnis verwischt. Insofern ist es so, dass wir uns an konzeptionellen Überlegungen beteiligen, im Moment noch keine Entscheidungsgrundlage haben, darüber zu entscheiden, ob oder ob es nicht notwendig ist. Aber wir sowohl die Konzepte zur Kenntnis nehmen und auch an den Gesprächen teilnehmen, als auch sehr genau beobachten, wie sich die Gesamtlage entwickelt. Ich habe von mir vielleicht noch ergänzend hinzu, es misst sich natürlich alles an den Regeln, die wir uns grundsätzlich gegeben haben. Die gelten natürlich auch für den Sport und für Sportler. Ich habe jetzt digital noch mal zwei Fragen an das Gesundheitsministerium und bin dann bei Frau Buschow und Herrn Bauchmüller. Die erste Frage bezieht sich auf den R-Faktor. Helmholtz-Forscher sagen, es wäre gut, den R-Faktor weiter zu senken, etwa auf 0,2. Dafür wären weitere Restriktionen denkbar gewesen. Hat die Bundesregierung dieses Ziel verworfen und in Anführungszeichen erreicht ihr einen R-Faktor von ungefähr 1?
Ich kann mich an dieser Stelle nur wiederholen. Die Einschätzung der epidemiologischen Lage allein abhängig zu machen von diesem R-Faktor ist zu unterkomplex und deswegen wäre auch dieses Ziel ebenfalls nicht ausreichend, um davon Handlungsanweisungen abzuleiten. Dann noch eine weitere Frage ans Gesundheitsministerium. Die Kollegin Landwehr von der Deutschen Verkehrszeitung fragt, können Sie sagen, wie viele Schutzmasken derzeit beschafft werden, wie die Logistik organisiert ist und welche Unternehmen die Schutzmasken transportieren? Also bis vorgestern sind insgesamt 108 Millionen Schutzmasken in Deutschland oder nach Deutschland gekommen und zum großen Teil auch verteilt worden. Wir haben ein Logistikunternehmen für die Distribution engagiert. Es gibt verschiedene Wege, die ich auch hier schon häufiger dargestellt habe, die wir auch häufiger schon dargestellt haben, wie Schutzmasken beschafft werden. A, direkt, B, mit Hilfe von deutschen Unternehmen, dann über Ausschreibungsverfahren, die laufen. Das sind die Wege. Direkt dazu noch Herr Tiede und dann Frau Busche. Kurze Nachfrage. Die Leopoldina hat gefordert, dass man repräsentative Testgruppen machen sollte, dass man also den Bevölkerungsdurchschnitt in Deutschland regelmäßig durchtesten soll, um eine belastbare Datenbasis für alles andere zu haben. Ist damit begonnen worden? Ist der Ratschlag befolgt worden? Oder wann ist damit zu rechnen? Da ist bislang nicht gefolgt worden. Ich kann jetzt auch nicht hier jede wissenschaftliche Forderung oder Einstellung kommentieren. Was ich sagen kann, ist, dass wir daran arbeiten, Tests auszuweiten, die Teststrategie auszuweiten, vor allen Dingen auch in Pflegeeinrichtungen vermehrt zu testen. Da ist auch in dieser Woche hat sich der Minister auch dazu geäußert. Reihentestung, Durchschnittstestung machen halt dann nur Sinn, wenn damit zu rechnen ist, dass relativ, also sagen jedenfalls die Experten vom RKI, wenn relativ wenig positiv getestet oder vermutet werden, um einen Eindruck zu bekommen. Sonst hat man Falschaussagen und dann bringen die Tests nichts. Also man müsste dann die Gruppen immer weiter verkleinern, um einen Auswertewert von den Tests zu bekommen. Und die sagen, das würde den Aufwand, das würde nichts nutzen, den Aufwand. Ich kann Ihnen aber sagen, für das Wissenschafts- und Forschungsministerium, die arbeiten an einer oder unterstützen eine solche repräsentative Forschung. Vielleicht stellen Sie Ihre Frage da nochmal. Die sind heute eben nicht da. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema 6. Mai zurückkommen. Also was wird am 30. entschieden, was am 6. Mai? Es gab ja bei den letzten Beratungen schon in manchen Bereichen zumindest so die konkreten Hinweise, dass sich etwas lockern könnte. Das war zum einen die religiösen Veranstaltungen und zum anderen, dass über Konzepte für Besuchsverbote in Heimen nachgedacht werden sollte. Verstehe ich es jetzt richtig, dass darüber dann erst am 6. Mai entschieden wird? Vielleicht kann da zum Bereich Religion auch das BMI ergänzen, welche Zeitschiene da vielleicht das BMI oder Bund und Länder im Kopf hätten für Lockerungen. Und zu den Besuchsverboten nochmal an Herrn Kautz die Frage, gibt es denn, wie es gerade mit den Vertretern der Religionsgemeinschaften gibt, auch bei Ihnen im Haus Gespräche über Konzepte, wie man Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen lockert, Besuche möglich macht oder ist das den Einrichtungen allein überlassen? Also ich möchte gerne nochmal sagen, dass ich jetzt hier ich kann Ihnen nicht jetzt vorgreifend sagen, welche Themen an welchem der beiden Termine besprochen werden. Zu Details werden wir bestimmt noch später Auskunft geben können. In Ihrem Beschluss vom 15.04.2020, also diesen Jahres, hatte die Bundeskanzlerin ja eben mit den Regierungschefs der Länder, wie Sie auch gerade richtig festgestellt haben, zum Ausdruck gebracht, dass sie sich der Bedeutung der Religionsfreiheit bewusst sind. Die Religionsausübung stellt ein besonders hohes Gut dar, gerade vor dem Hintergrund der Belastung in der Pandemie und ihre Folgen, die das für die Menschen mit sich bringt, kann natürlich gelebter Glaube Kraft und Zuversicht spenden. Nach allem aber, was wir wissen über die Zusammenkünfte und wie eben sich der Virus verbreitet und welche Ansteckungsgefahr
gerade für vulnerable Gruppen besteht, sind eben auch die Einschränkungen, was den Besuch von Kirchen und Gottesdiensten anbelangt, notwendig. Das BMI hat nun gemeinsam mit Vertretern der großen Religionsgemeinschaften ja das Gespräch aufgenommen und gesucht, um da möglichst einvernehmlich eine Lösung zu finden, wie Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen weiter, also jetzt wieder ermöglicht werden können. Dazu wird jetzt ein Konzept erarbeitet, gemeinsam mit den Kirchen und Glaubens- und Religionsgemeinschaften, wie eine Fortsetzung der Ausübung von Religion in den Gotteshaushäusern möglich sein wird. Wann das genau jetzt Thema sein wird, im Gespräch mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder, dem kann ich jetzt hier einfach noch nicht vorgreifen. Frau Buschow, wir entscheiden nicht zentral, wie sich Pflegeeinrichtungen zu verhalten haben. Was wir machen können, und das ist auch passiert, ist Empfehlungen abzugeben über das Robert-Koch-Institut, wie Gesundheitseinrichtungen die Mitarbeiter und Patienten beziehungsweise bei Pflegeeinrichtungen die Bewohner schützen kann. Das liegt dann im Bereich der Länder beziehungsweise im Bereich der Einrichtungen, sich genau darum zu kümmern und sich daran zu orientieren, was wir machen. Mit der Teststrategie, was ich gerade gesagt habe, ist zu ermöglichen, dass die Kosten für solche Reihentests übernommen werden. Wenn Sie der Logik von Tests folgen, wie sie auch finanziert werden, zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung, folgt das einem bestimmten Muster und einer Reihentestung. Da würden Sie ja auch zum Beispiel asymptomatische Patienten testen. Auch Müller-Herfeld und dann Frau Bauer. Ja, in BMAS und BMG nochmal die Frage. Es gab die offene Frage, wie die Prämie für die Pflegekräfte finanziert wird, ob von Krankenversicherung oder vom Bund. Gibt es da mittlerweile eine Einigung in dieser Frage? Wir sind in intensiven Gesprächen. Der Minister hat gesagt, dass wir in dieser bzw. in der nächsten Woche, und es ist Freitag, dann rechne ich erst mehr mit der nächsten Woche, zu einem Ergebnis kommen. Ja, eine Frage zum Thema Tracing-App an Herrn Kautz und an Frau Demmer. Es gibt jetzt einen offenen Brief von verschiedenen netzpolitischen Organisationen. Der Chaos Computer Club schreibt, verfolgt die Bundesregierung das bisher präferierte Konzept weiter, kann kein Vertrauen bei den Nutzern aufkommen, ein Scheitern wäre unausweichlich. Halten Sie es für denkbar, dass die Bundesregierung diese Konzeptfrage, also dezentral versus zentral, nochmal überdenkt? Ist ja gerade nicht unwichtig, was der Chaos Computer Club und andere da sagen. Und Apple und Google haben sich ja dezidiert für ein dezentrales Modell ausgesprochen. Gibt es Bestrebungen der Bundesregierung, die beiden Unternehmen dazu zu bringen, auch einen zentralen Ansatz möglich zu machen? Dankeschön. Also zunächst mal, es werden auf unterschiedlichen Ebenen Gespräche zu diesem Thema geführt, denen ich jetzt hier nicht vorgreifen kann. Die Bundesregierung hat großes Vertrauen in das System, was derzeit bei Fraunhofer getestet wird. Das System, das wir in Auftrag gegeben haben, ist ein System, das den genannten Kriterien epidemiologisch sinnvoll und wichtig ist uns eben, dass es schnell kommt, aber dass es auch freiwillig ist und datenschutzkonform ist und unseren Vorstellungen von IT-Sicherheit entspricht. Das sind unsere Prämissen, nach denen wir hier vorgehen. Sie sprechen die Differenzen an zwischen zentraler und dezentraler Speicherung. Ob auch ein dezentrales System genutzt werden kann, nach den Prämissen, die wir uns gegeben haben, nämlich freiwillig, datenschutzkonform und IT-sicher, das wird am Ende ja das BSI beurteilen für uns, das diese App ja derzeit auch schon prüft. Richtig ist, bei einem zentralen Server müssen Sie demjenigen vertrauen, der ihn pflegt, also in diesem Fall dann möglicherweise einer staatlichen Stelle. Bei einem dezentralen System müssen Sie Apple und Google vertrauen, die das dann pflegen. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, in dem wir uns hier befinden. Und ich möchte wirklich nochmal betonen, dass für uns die Kriterien bei einer App, für die wir uns am Ende entscheiden, wichtig sind, epidemiologisch sinnvoll, schnell, freiwillig, datenschutzkonform und IT-sicher. Und der aktuelle Vorschlag, der gerade geprüft wird, bietet diese
also entspricht diesen Kriterien. Kollegin, eine Nachfrage, wenn Sie sagen, das BSI muss es letztendlich dann bewerten, heißt das, zentral versus dezentral ist noch nicht final entschieden für die deutsche App? Wie gesagt, ich habe mich ja hier jetzt, also das System, für das wir, also das wir gerade untersuchen, wäre in der Tat, dieser Vorschlag enthält einen Backend-Server und die Sinnhaftigkeit dessen wäre, dass damit eben auch die genannten epidemiologischen Berechnungen, die uns wichtig sind und die uns andere Möglichkeiten bieten in der Bewertung der Ausbreitung der Pandemie. Und es ermöglicht eben auch eine Anbindung an Laborserver, die möglicherweise auch einen zusätzlichen Gewinn in der Bewertung des Fortschreitens der Pandemie bedeuten. Trotzdem bleibt es auch, selbst wenn man sich für eine wenn man sich für ein zentrales System entscheidet, bleiben ja die Kriterien bestehen, die ich eben genannt habe, die von zentraler Bedeutung sind, ob wir uns für ein solches System entscheiden, nämlich Freiwilligkeit, Datenschutzsicherheit und IT-Sicherheit. Ich habe jetzt eine ganze Reihe an Fragen noch zu diesem Thema. Eine, die schon länger offen ist, Peter Sorge von Dow Jones fragt dazu ergänzend nochmal, wie weit sind die Gespräche des Kanzleramts mit Apple über die Entwicklung im Rahmen des Projekts PEP-TT. Das andere müsste beantwortet sein und ich nehme Herrn Jungs Frage jetzt gleich noch dazu, um es zu bündeln. Ja, ich wollte auch zum Kanzleramt und den Gesprächen zur Apple wissen, wer da mit wem verhandelt. Und verhandelt das Kanzleramt nur mit Apple oder auch mit Google? Also wie gesagt, es werden auf verschiedensten Ebenen Gespräche geführt über genaue Details, wer da mit wem spricht, kann ich Ihnen hier leider keine Auskunft geben. Warum das sind nicht vertrauliche Gespräche. Und wenn Sie sagen, unterschiedliche Ebenen, wie viele Ebenen sind das und welche Ebenen sind das? Sie müssten sich leider damit zufrieden geben, dass ich Ihnen sage, es wird auf unterschiedlichen Ebenen zu diesem Thema werden Gespräche geführt. Das Thema ist der Bundesregierung wichtig, das wird Herr Kautz auch nochmal bestätigen können, aber über die Gespräche, die vertraulich und im Hintergrund zu diesem Thema geführt werden, kann ich Ihnen jetzt hier keine Auskunft geben. Herr Rinke dazu und dann Frau Dapp. Herr Kautz hatte ja auch schon klargemacht, dass das Gesundheitsministerium auch diesen zentralen Ansatz befürwortet oder mit großer Sympathie sieht. Ich hätte ganz gerne vom Innenministerium gewusst, ob das dort genauso ist. BSI ist ja eben erwähnt worden, das ist eine nachgeordnete Behörde bei Ihnen. Also sind Sie auch für diese Verwendung dieser RKI-HAI-App? Das BSI ist in diesen Prozess eingebunden als eine Behörde, die im Bereich der Informationssicherheit über sehr viel fachspezifische Kenntnisse verfügt, über sehr viel Kompetenz verfügt und sie prüft gewissermaßen dienstleistend die Optionen, die auf dem Tisch liegen und wird dann jeweils dazu eine Bewertung abgeben. Und dann muss in der Gesamtabwägung eine Entscheidung getroffen werden. Aber Sie können sich vorstellen, dass in einer digitalisierten Welt auf verschiedenen Wegen Datensicherheit hergestellt werden kann. Insofern ist diese Entscheidung nicht allein davon abhängig zu machen. Aber darf ich nochmal nachfragen, also wer trifft dann in der Bundesregierung letztlich die Entscheidung? Ist es das Gesundheitsministerium, was eigentlich federführend ist bei der App, oder müssen Sie Ihre Zustimmung geben? Die Federführung für diesen Vorgang liegt im Moment beim Bundesgesundheitsministerium und für den Bereich der Datensicherheit ist das BSI als Dienstleister in diesen Prozess eingebunden. Frau Dapp. Ich wollte noch mal nach dem Zeitplan fragen, wenn so grundsätzliche Fragen noch zu klären sind. Bis wann soll es die App denn für die Verbraucher spätestens geben? Also wir können Ihnen jetzt hier kein Datum nennen. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Es wird mit Hochdruck werden viele Gespräche geführt. Natürlich ist es in unserem Interesse, so etwas so schnell wie möglich verfügbar zu haben. Aber es muss dann natürlich auch funktionieren. Aber wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung. Eine letzte Frage dazu, weil ich noch eine ganze Reihe an anderen Themen habe. Ich möchte alle Kollegen, die mit IT sich auskennen, nochmal bitten, dass sie hier genau zuhören, was hier gerade gesagt wurde. Frau Demmer, Sie hatten ja immer wieder gesagt, dass Transparenz das Vertrauen der Bevölkerung schaffen kann. Wo ist die hier?
Also das verstehe ich überhaupt nicht. Und Frankreich verlangt ja auch öffentlich von Apple, dass zügig Einschränkungen für den Einsatz der Bluetooth-Funktechnik auf seinen iPhones aufzuheben ist. Verlangt das die Bundesregierung auch von Apple? Können Sie das zumindest sagen? Also wir stehen mit Apple genau dazu in Verbindung. Wir brauchen Apple und Google, weil sie uns, wenn wir dieses Kontaktsystem Bluetooth über Bluetooth aufbauen, Schnittstellen, Zugang und also beide Konzerne haben angekündigt, dass sie das bis Mai ändern, also dass sie da Zugang verschaffen. Die Bundesregierung begrüßt das, aber natürlich gibt es noch offene Fragen und über die Details müssen Sie verstehen, können wir jetzt, wir führen Gespräche, wir können Ihnen ja nicht alle Gespräche hier eins zu eins wiedergeben. Herr Kautz, Sie hat gerade so die Augen verzogen, als das BMI meinte, dass Sie da federführend sind. Stimmt das? Das war wahrscheinlich ein Luftzug oder so. Okay. Also was letztlich ja zu klären ist, ist, ob die Schnittstellen auch Apps zulassen, die sich epidemiologisch sinnvoll in das öffentliche Gesundheitswesen integrieren lassen. Und das auch noch datenschutzkonform und sicher. Und darüber wird derzeit gesprochen. Eine Frage ans BMI, die sich nochmal auf Gottesdienste und die Glaubensgemeinschaften bezieht. Die Kirchen und Glaubensgemeinschaften haben inzwischen ihre Konzepte für eine Öffnung der Gottesdienste übermittelt. Heute hat das BMI mit den Ländern darüber beraten. Was sehen die Konzepte vor und wann werden die Gottesdienste wieder möglich sein? Und dann konkret nochmal konkretisiert, es war immer vom 30.04. die Rede, um über die Öffnung der Gottesdienste zu entscheiden. Steht dieser Termin noch und wie gesagt, wie sehen diese Konzepte aus? Also zur Zeitplanung hat Frau Demmer, glaube ich, das Notwendige gesagt. Da muss ich auch nichts hinzuzufügen, aber ich kann gerne etwas zum Sachstand noch mal sagen. In der Tat ist es so, dass die Konzepte von den Religionsgemeinschaften bei uns eingegangen sind. Das war eine zweistellige Anzahl von Konzepten, die resultieren aus dem sehr konstruktiven und wirklich hilfreichen Gespräch, was vergangene Woche Freitag im BMI geführt wurde. Und das BMI hat jetzt auf der Grundlage dieser Vorschläge, die bei uns eingegangen sind, Empfehlungen erarbeitet, eine Art Rahmenkonzept erarbeitet, das derzeit auch noch mal mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt wird, gleichzeitig natürlich aber auch mit den Ländern zu konsentieren ist, weil ja die Zuständigkeit, also die formal juristische Zuständigkeit für derartige Regelungen nicht beim Bund liegt, sondern bei den Ländern. Und dieser Prozess läuft. Wir sind einen deutlichen Schritt weitergekommen, als dass diese Konzepte bei uns vorliegen und zusammengeführt wurden. Aber über die Ergebnisse und die konkreten Regelungen kann ich momentan noch nichts sagen, weil die Gespräche laufen mit den Ländern und sie werden auch in der kommenden Woche im Corona-Kabinett fortgesetzt. Und ob und inwieweit Ende nächster Woche darüber entschieden werden kann, da hat Frau Demmer sich bereits zu geäußert. Dazu Herr Bauchmüller, Herr Rinke und dann Herr Tiede. Ach so, dann nehme ich Herrn Rinke erst. Ja. Herr Alter, noch mal eine kurze Nachfrage. Einige Bundesländer sind da ja auch schon längst wieder aktiv geworden. Haben Sie einen Überblick, welche Bundesländer im Moment Gottesdienste erlauben? Also Nordrhein-Westfalen soll das sein. Ich glaube, Sachsen-Anhalt gehört auf jeden Fall auch dazu. Gibt es da einen Überblick, weil das ja offenbar schon wieder auseinanderfällt? Den Überblick gibt es bei uns im Haus. Ich habe ihn jetzt hier nicht verfügbar, aber ich kann ihn, wenn Sie ihn von uns benötigen, gern nachliefern. Ja. Und es ist ja auch keine neue Situation. Wir haben das ja bei anderen Themen auch gehabt, dass die Dinge sich unterschiedlich schnell entwickeln. Wir haben als BMI zugesagt, dass wir darauf hinwirken wollen und unseren Beitrag leisten wollen, dass es möglichst einheitliche Regelungen gibt in den Ländern. Ich habe eben auf die Zuständigkeitsverteilung bereits hingewiesen. Und diesen Weg gehen wir auch zu Ende. Und deswegen haben wir die Konzepte jetzt zusammengeführt und wollen sozusagen möglichst schnell zu Ergebnissen kommen, damit Entscheidungen getroffen werden können. Ist denn Ihr Eindruck bei der Prüfung, dass die Länder, die es gemacht haben, sich an die Empfehlung Ihres Rahmenkonzeptes halten? Das kann ich im Moment wirklich nicht beurteilen, weil, wie ich schon sagte, unsere Fachabteilung hat eine zweistellige Anzahl von Vorschlägen jetzt zusammengeführt. Ich selbst habe das Konzept noch nicht lesen können. Insofern wäre das jetzt Spekulation. Ich kann das hier nicht an der Stelle jetzt nicht beantworten. Herr Tiede? Trügt der Eindruck, dass es nicht an den jüdischen Religionsgemeinschaften und an den christlichen liegt, dass man nicht zu Potte kommt und dass man noch keine Lösung dabei gefunden hat?
Also es liegt nach unserer Einschätzung überhaupt nicht an den Religionsgemeinschaften. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Das hat auch der Bundesinnenminister in dieser Woche hausintern mehrfach gesagt. Das waren ausgesprochen hilfreiche Gespräche. Es gab von keiner Seite ein Drängen oder Unverständnis. Im Gegenteil, die Religionsgemeinschaften haben sich sehr verständnisvoll gezeigt, was die derzeitigen Beschränkungen angeht. Gleichwohl, auch das hatte Frau Demmer schon gesagt, spielt die Möglichkeit der Religionsausübung eine sehr, sehr wichtige Rolle, wie viele andere Themen auch. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. Im Moment ist es so, dass wir von allen Beteiligten in der vorgegebenen oder in der vereinbarten Frist die Konzepte übermittelt bekommen haben, die sehr gut und sehr tragfähig waren. Jetzt ist ein administrativer Prozess von uns zu leisten, auch in der Kommunikation mit den Ländern. Insofern kann ich diese Vermutung, die Sie da aufmachen, nicht teilen. Ich habe jetzt eine Reihe an Fragen zu internationalen Themen und würde mit den USA und Trump beginnen. Der Kollege Schreiber von der AfP fragt, Trump hat gestern offen über die Verwendung von UV-Licht und Injektion von Desinfektionsmitteln spekuliert. Was hält hier die Bundesregierung von diesen Ideen und können derartige Spekulationen und Ideen nicht auch schädlich sein? Sollte zum Beispiel jemand die Idee haben, das zu versuchen? Ich kommentiere hier mögliche Konzepte, die in anderen Nationen vorgetragen werden, nicht. Können wir die Frage dann ans Gesundheitsministerium weiterreichen? Denn es gibt ja über das hinaus, was Sie eben erwähnt haben, in Frankreich zum Beispiel auch eine Nikotinstudie. Also sind das Sachen, mit denen sich in Deutschland das Gesundheitsministerium auch beschäftigt? Also wir haben andere Studien und die Studienlage, die Wissenschaftslage haben wir natürlich im Blick, aber ansonsten würde ich mich den Worten der Kollegin Demmer anschließen. Aber gibt es in Deutschland, um es konkret zu machen, Studien über Desinfektionsmittel, UV-Licht und Nikotin? Sie müssen entschuldigen, ich habe die komplette Studienlage, wissenschaftliche Studienlage in Deutschland nicht komplett im Überblick. Es geht mir darum, ob das Ministerium einen Überblick darüber hat, was gemacht wird. Vielleicht können Sie uns das nachreichen. Kann ich gerne tun, ja. Danke. Ich glaube, das ist sehr relevant. Dann eine Frage zu Rückholaktionen. Eine Rückholaktion ist beendet. Wie hoch sind, also es bezieht sich auf die Kosten, wie hoch sind die Gesamtkosten und was müssen Rückholer bezahlen? Ja, ich muss ein bisschen korrigieren. Die Rückholaktion ist nicht beendet. Richtig ist, dass heute der letzte von 20 Rückholflügen aus Südafrika in Frankfurt gelandet ist. In Südafrika hatten wir ursprünglich etwa 15.000 deutsche Reisende, die dort gestrandet waren. Und damit sind wir jetzt zum ersten Mal seit Beginn dieser Aktion an einem Punkt, wo keine weiteren Charterflüge mehr in Planung sind. Aber die Rückholaktion ist damit nicht beendet. Denn wir wissen, dass sich immer noch Deutsche im Ausland befinden, die zurück möchten, sicherlich mehrere hundert. Und wir kümmern uns jetzt mit den freigewordenen Kapazitäten an unseren Botschaften und Konsulaten weiter um diejenigen, bei denen sich diese Rückkehr schwierig gestaltet. Da geht es oft um sehr komplizierte Einzelfälle, Menschen, die ohne Transportmöglichkeiten hunderte oder tausende Kilometer vom nächsten Flughafen entfernt sitzen. Und deswegen werden da auch jeweils individuelle und pragmatische, teils auch kreative Lösungen gefragt sein. Und wir arbeiten dabei auch eng mit unseren europäischen Partnern zusammen, auf deren Rückholflügen viele Deutsche in den letzten Tagen und Wochen nach Hause zurückkehren konnten. Und umgekehrt haben wir ja auch viele Europäer und Drittstaatsangehörige mitgenommen. Was die Kosten angeht, wir hatten dazu vom Deutschen Bundestag insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Flüge und andere Kosten zunächst mal vorfinanzieren zu können. Die Frage, in welcher Höhe die Teilnehmer an solchen Flügen dann hinterher daran beteiligt werden, haben wir zunächst mal zurückgestellt, weil wir zunächst mal sicher gehen wollten, dass alle, ohne in Vorleistung zu treten, zurückgebracht werden können. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir uns über die Kosten langsam einen Überblick verschaffen können, die tatsächlich angefallen sind. Es wird auch Zuschüsse von Seiten der Europäischen Union geben dafür, dass wir eben auch europäische Staatsangehörige aus anderen Staaten mitgenommen haben.
Und dann wird in den nächsten Tagen und Wochen darüber entschieden und auch die betroffenen Personen darüber informiert, wie hoch die Kostenbeteiligung ausfällt. Ich darf vielleicht noch einen Punkt ergänzen, das haben wir immer wieder auch so gesagt, ein Orientierungspunkt dafür sind die Kosten eines Economy-Tickets. Die Kollegin Pugliese von der Agentur ANSA fragt in Bezug auf die gestrige Sitzung des Europäischen Rates, würde die Bundeskanzlerin im Rahmen des Fonds zum wirtschaftlichen Aufschwung als Instrument eher Zuschüsse oder eher Kredite bevorzugen? Also die Bundeskanzlerin hat sich ja in ihrer Pressekonferenz gestern auch dazu geäußert. Das wird jetzt alles zu diskutieren sein. Sie hat gesagt, dass sie natürlich mit höheren Beiträgen auch für Deutschland rechnet. Das ist richtig und gut so. Wir sollten eben im Geiste der Solidarität über einen begrenzten Zeitraum auch höhere Beiträge bereit sein, zum europäischen Haushalt zu leisten. Die Kommission soll jetzt Vorschläge machen, wie eine solche Umsetzung, also wie ein solcher Fonds umsetzbar ist. Und das wird eben auch gemeinsam gedacht werden müssen mit der weiteren Haushaltsplanung der EU. Dann eine Frage an das direkt dazu. Wenn wir bei dem Thema sind, hätte ich ganz gerne nochmal nachgefragt, entweder an Frau Demmer oder auch ans Finanzministerium, weil auf diese konkrete Frage ist sie gestern nicht eingegangen in der Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel. Einige Länder fordern ja, dass es eben Zuschüsse und keine Kredite gibt. Also gibt es eine Präferenz bei der Bundesregierung, ob man im Rahmen dieses Wiederaufbaufonds, Recovery Fund, die Leistung als Zuschüsse oder als Kredite gibt. Also ich bleibe dabei, das sind Ausgestaltungen, die jetzt, wo die Kommission Vorschläge machen wird, und denen kann ich hier nicht vorgreifen. Wie ist das, Mann? Ja, dem kann ich mich anschließen. Gestern ist ein wichtiger Schritt getan worden, um eine solidarische und große Antwort auf die Herausforderungen zu geben, die wir gerade auf EU-Ebene haben mit dem Coronavirus. Ein beispielsloses Hilfspaket wurde zugestimmt und diese Arbeiten, um das jetzt schnell umzusetzen, werden jetzt mit Hochdruck vollzogen. Und die Entscheidung ist noch nicht gefallen? Die Arbeiten werden gerade geführt und sobald wir da Entscheidungen haben, werden wir die hier vorstellen. Okay, direkt dazu und nochmal einmal sozusagen als Vorausblick. Ich habe dann zwei Fragen an das Innenministerium und würde dann zum Umweltministerium kommen und der Ölpreis noch. Herr Thiede als erstes. Nochmal ans Finanzministerium. Da sind doch aber gestern Positionen ausgetauscht worden zwischen unterschiedlichen Staaten, die unterschiedliche Positionen haben. Wie war denn da die deutsche Position? Das hat die Kanzlerin ja nach der Veranstaltung zum Ausdruck gebracht, welche Position wir hatten. Wir wollen eine solidarische und große Antwort auf die Herausforderungen, die da sind. Die wurde gegeben und da wurden auch die gemeinsamen Verabredungen getroffen, die jetzt notwendig sind, um die Hilfe umzusetzen. Es gibt drei Elemente. Dann gibt es dazu diesen Recovery Fund, wo jetzt die Arbeiten laufen. Und da haben wir alles zugesagt, was dazu zu sagen ist. Okay, dann Herr Jung. Ja, zum Thema Ölpreis hatte ich noch eine Frage ans Umweltministerium und Wirtschaftsministerium. Erstens, wie bewerten Sie, dass der Ölpreis gerade kollabiert, teilweise ins Minus geht? Ist das gut für das Klima? Und Frau Baron, wie bewerten Sie das aus wirtschaftlicher Sicht? Und sind eigentlich alle Öl, da wo Öl gelagert werden kann in Deutschland, ist das alles voll? Weil das scheint ja jetzt das große Problem zu sein, dass alle Supertanker, alle Lager voll mit Öl sind und das Öl nicht mehr abgenommen werden kann. Wie ist die Lage in Deutschland? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir beobachten die Entwicklung natürlich sehr genau auf den internationalen Ölmärkten. Wir geben aber keine Ölpreisprognosen ab. Und
und geben damit auch keine Kommentierung der Preislage ab. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet sind, da die Märkte ja auch aktuell sehr liquide sind. Und alles andere ist eben eine Marktfrage der Beschaffung. Natürlich gibt es Ölbevorratungspflichten auf internationaler Ebene, die durch die Internationale Energieagentur koordiniert werden. Aber das ist ein Instrument der Krisenvorsorge für Knappheitsfragen. Aktuell sind die Ölmärkte aber sehr liquide. Ja, ich habe genau das Gegenteil gefragt. Es geht nicht um die Knappheit, sondern ob die Lager voll sind. Können Sie dazu was sagen? Das, wie gesagt, ist eine Marktfrage, die ja von Markthändlern bewirtschaftet wird. Deshalb müssen Sie sich da an die relevanten Verbände fragen. Das ist keine Frage, die wir staatlich erfassen. Das Umweltministerium dazu? Ja, also die derzeit geringe Nachfrage nach Öl ist ja nur eines von vielen Symptomen der aktuellen Corona-Krise. Und da gilt im Grunde wie für andere Umwelteffekte dieser Krise auch, das ist, geht nicht auf ein nachhaltiges Klimaschutzkonzept zurück. Und deswegen ist es auch kein Umwelterfolg, über den man sich irgendwie freuen könnte, diese geringe Nachfrage, sondern die Arbeit muss weitergehen, damit auch nach der Krise letztlich die Ölnachfrage niedrig bleibt, weil es bessere alternative Energien gibt. Dann bleibe ich nochmal beim Umweltministerium. Die Kollegin Schiermacher von der Agrarzeitung fragt an das Umweltministerium und an Frau Demmer zur Halbzeitbilanz für das Klimaschutzprogramm, also völlig Corona-unabhängig. Halten die Sektoren ihre Minderungsziele ein? Das würde ich gerne zurückfragen, aber das geht nicht, ne? Ich verstehe die Frage nicht, was mit Halbzeit gemeint ist. Ich erinnere mich, dass wir es setzt sozusagen voraus, dass man jetzt eine Halbzeitbilanz ziehen könnte. Halten die verschiedenen, genau, dann bitte ich um eine. Wir haben im Februar ja mal Zahlen vorgestellt. Ich wüsste nicht, was jetzt mit Halbzeit gemeint sein soll. Also gerne nochmal konkretere Fragen dann direkt an uns. Und auch an die Kollegin Schiermacher nochmal. Kollegin Schiermacher, der Hinweis, das Landwirtschaftsministerium ist heute nicht da. An die gab es noch eine Frage. Dann bin ich dazu? Nee. Dann bin ich jetzt beim Innenministerium. Eine Frage der Kollegin Wilke von der KNA zur Situation der Alan Kurdi. Die Flüchtlinge dort sind alle negativ getestet. Wie steht es mit der Verteilung der Flüchtlinge in EU-Ländern? Was plant Deutschland? Ja, also der Sachverhalt ist ja im Grunde genommen den meisten bekannt. Wir haben im Moment die Situation, dass insgesamt 180 Personen sich auf einer Fähre vor der italienischen Insel Sizilien befinden, die von zwei Schiffen dort aufgenommen worden sind. Und derzeit befinden sich diese Personen in einer Quarantäne, in einer 14-tägigen Quarantäne. Und insofern ist im Moment jedenfalls akut noch kein operativer Handlungsbedarf gegeben. Gleichwohl befindet sich das Bundesinnenministerium in intensiven Gesprächen mit der italienischen Regierung, auch mit der Europäischen Kommission, weil wir den Entscheidungsbedarf sehen. Es muss darüber entschieden werden, wie mit diesen 180 Menschen umzugehen ist. Im Moment finden die Gespräche statt, aber es ist noch keine Entscheidung über eine Verteilung getroffen worden. Es gelten aber die Prinzipien, die wir auch in der Vergangenheit deutlich gemacht haben. Es ist nach Möglichkeit, eine Verteilung in mehrere EU-Mitgliedstaaten zu erreichen, in europäischer Solidarität. Aber wir haben eben im Moment eine außergewöhnliche Situation in allen EU-Mitgliedstaaten. Deswegen sind die Gespräche deswegen nicht einfacher geworden. Ich habe jetzt noch 4 oder 5 Fragen auf der Liste und bitte deshalb mit um knappe Fragen und knappe Antworten. Nochmal an das Innenministerium. Der Kollege Haug vom ARD-Hauptstadtstudio fragt, warum wurden die Erleichterungen für Familien an den Grenzübergängen nur an die Bundespolizei kommuniziert und nicht an die Länder? Die Information wurde erst mit 7 Tagen Verspätung öffentlich.
Ja, also zunächst einmal besteht kein Bedarf, es an die Länder zu kommunizieren, weil die Länder in die Grenzkontrollen nicht operativ eingebunden sind. Das ist, die Grenzkontrollen werden von der Bundespolizei vorgenommen, in einigen Fällen von beauftragten Landesbehörden, die aber mit der Bundespolizei dazu in Kontakt stehen. Insofern ist es richtig, dass das Bundesinnenministerium zu dieser Entscheidungspraxis zunächst einmal die Bundespolizei informiert. Alles darüber hinausgehend ist sozusagen Add-on im Rahmen der behördlichen Informationen. Das haben wir auch getan. Und insofern ist das richtig gelaufen. Direkt dazu, Frau Dapp? Ja. Ganz kurze Klärung noch. Da geht es dann nur um die Grenzen zu Frankreich und in die Schweiz oder um andere auch? Es geht um die Grenzen, an denen Grenzkontrollen stattfinden, wo es auch zu Zurückweisungsentscheidungen kommen kann. Da ist nochmal, ich will es nochmal sagen, es ist nicht so, dass wir Lockerungen beschlossen haben oder für bestimmte Personengruppen Ausnahmen geregelt hätten, sondern wir haben im Laufe der vergangenen Wochen einfach festgestellt, dass es in bestimmten besonders sensiblen Fallkonstellationen zum Teil uneinheitliche Entscheidungen gab, was nicht ausbleibt, wenn man sagt, es braucht einen triftigen Grund. Das ist etwas Unbestimmtes. Und wir haben jetzt nachgeregelt und diese Fälle geklärt. Und überall da, wo diese Fälle zur Anwendung kommen, gilt diese Entscheidung. Ein Hinweis an den Kollegen Delves online. Ich habe Sie nicht vergessen. Das ist noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium, die noch kommen. Ich bin jetzt erst bei dem Kollegen im Saal. Und vielleicht geben Sie mir noch mal, ich habe jetzt keinen Überblick mehr, welche Meldungen hier noch offen sind, noch mal einen Hinweis hier im Saal. Okay, 4 noch, okay. Also haben wir insgesamt noch 5 Fragen, also bitte um kurze Fragen und kurze Antworten. Ich wollte noch mal aufs Thema Finanzierung, Kosten zurück. Herr Kolberg, da massieren sich ja mittlerweile nicht nur international, sondern auch national Programme und Ankündigungen, die da gemacht wurden. Die Parteichefs sind am Mittwochabend gefragt worden, ob sie eigentlich einen Überblick haben, was das alles kostet, was sie da beschließen. Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, nee, eigentlich nicht so richtig. Läuft bei Ihnen da intern die Uhr so ein bisschen mit? Ist das alles noch in den 157 Milliarden abgedeckt, die da mal beschlossen worden sind? Oder sind wir da schon drüber hinaus? Der Minister hat sich ja gestern bei Ihnen in der ARD, im ARD Extra, zu diesem Thema geäußert. Wir haben natürlich diese Punkte im Überblick. Im Nachtragshaushalt ist Vorsorge getroffen, um jetzt kraftvoll zu handeln in der Krise. Wir werden ja demnächst auch die Steuerschätzung vorlegen. Da werden wir genau auf diese Aspekte auch noch mal eingehen, wie die Mindereinnahmen aussehen. Und dann eben auch dazu in Beziehung setzen, welche zusätzlichen Ausgaben jetzt geplant sind. Und zu diesem Stand werden wir dann nochmal berichten. So, jetzt Nachfrage? Es gibt Überlegungen, wie man das Ganze wieder zurückführt, also am Ende auch refinanziert? Genau, das ist ja auch im Nachtragshaushalt schon eingeplant. Auch das hat der Minister ja gestern ausgeführt, dass es da eben Planungen gibt, wie dann die Schulden, die wir jetzt aufnehmen müssen, um gut durch die Krise zu kommen, wie die dann wieder zurückgeführt werden. Wir gehen jetzt im Moment aus im Nachtragshaushalt, dass die Verschuldung auf 75% des BIP steigen wird. Das ist weniger als bei der Finanzkrise. Wie sich die Entwicklungen dann genau zeigen, können wir genauer sagen, wenn die Steuerschätzung dann vorliegt. So, ich bin jetzt beim Wirtschaftsministerium und der Frage von Herrn Delves von Blomberg. Können Sie etwas zum Stand der Verhandlungen mit der Lufthansa über Staatshilfen bzw. eine Staatsbeteiligung sagen? Und mit wie viel Geld, das kam jetzt noch hinterher, mit wie viel Geld und in welcher Form wird die Bundesregierung die Lufthansa finanziell unterstützen? Nein, ich kann Einzelfälle in keinerlei Form kommentieren. Es gilt hier das, was wir die letzten Male gesagt haben. Natürlich haben wir mit den Programmen, die wir hier in der Bundesregierung vorgestellt haben, beispielsweise mit den KfW-Sonderprogrammen, Hilfsprogramme für alle Branchen und alle Größenordnungen zur Verfügung gestellt. Einzelfälle kann ich jedoch in keiner Form kommentieren. Dann Herr Bauchmüller, Herr Rinke, Frau Dapp. Moment, jetzt. Genau. Einmal an Frau Demmer ganz kurz. Es läuft oder lief heute die Videokonferenz zwischen der Kanzlerin und den Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften. Können Sie zu den Inhalten schon etwas sagen oder in welcher Form wird später über Inhalte noch berichtet werden? Also ich kann Ihnen jetzt hier zu den Inhalten nicht mehr sagen als das, was Herr Seibert hier angekündigt hat. Aber gegebenenfalls reichen wir das nach. Herr Dinke.
Ja, zwei Fragen, kurze Fragen ans Wirtschaftsministerium. Zum einen hätte ich ganz gerne gewusst, wie der Stand ist, was die Voucherlösung angeht. Lufthansa ist ja eben erwähnt worden. Die Bundesregierung muss ja noch klären, ob es bei dieser Voucherlösung bleibt bei Pauschalreisen und Flugreisen. Vielleicht können Sie uns sagen, was der letzte Stand ist. Bezieht sich, glaube ich, auch aufs Justizministerium. Und zweitens, nachdem der IFO-Index heute auf den historisch tiefsten Stand gefallen ist, sieht das Wirtschaftsministerium eigentlich den Bedarf für Autokaufprämien oder Konsumgutscheine? Ja, vielen Dank. Vielleicht beginne ich mit Ihrer letzten Frage und gebe dann zur Gutscheinlösung erstmal an das Justizministerium, kann dann dazu auch gerne noch was ergänzen. Zum Thema Automobilbranche hat sich der Minister in dieser Woche ja schon öffentlich dazu geäußert. Es ist natürlich klar, dass wir, und das haben wir innerhalb der Bundesregierung auch immer deutlich gemacht, dass wir neben den Akutmaßnahmen, den Soforthilfen und Kreditprogrammen, die aktuell auf dem Weg gebracht wurden, immer Schritt für Schritt im weiteren Verlauf dieser Krise schauen müssen und prüfen müssen, ob weitere Hilfen notwendig sind. Das ist auch der Fall. Es haben ja die Minister Scholz und Altmaier auch bereits deutlich gemacht, dass wir natürlich zu späteren Zeitpunkten auch über Konjunkturprogramme nachdenken müssen. Das ist aber jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür, sondern das ist dann eben zu Zeitpunkten zu diskutieren, wenn wir in einer Wiederbelebungsphase der Wirtschaft sind. Nochmal zur Automobilindustrie. Auch da hat sich der Minister ja geäußert und deutlich gemacht, dass man da natürlich prüfen muss, welche Vorschläge es gibt. Es gibt sehr verschiedene Vorstellungen jetzt aus der Automobilbranche. Da hat er deutlich gemacht, dass man natürlich nicht eins zu eins Modelle aus der Vergangenheit und alte Abwrackprämien wiederholen kann und diese eins zu eins wieder so nutzen kann, sondern man muss innovative Konzepte entwickeln. Dazu gibt es aber noch keine Entscheidung innerhalb der Bundesregierung, aber hierzu laufen natürlich die Überlegungen. Aber das heißt, diese Konsumgutscheine, die jetzt auch diskutiert werden, würden Sie auch für einen späteren Zeitraum sehen? Auch das, dazu gibt es keine Entscheidung. Auch das sind Fragen, die diskutiert werden müssen in einem späteren Zeitpunkt, wenn wir eben über eine stärkere Wiederbelebung der Wirtschaft und der Gesellschaft sprechen. Dann gebe ich mal kurz zur Gutscheinlösung. Soweit unsere Berichterstattung live aus der Bundespressekonferenz. Über eine Stunde jetzt schon Rede und Antwort für die Journalisten. Zu Anfang, Frau Demmer hat es auch gesagt, ein Großer in der Politik ist gestorben. Heute wurde bekannt, Norbert Blüm ist tot. Er wurde 84 Jahre. Er hat von 1982 bis 1998, also die gesamte Zeit der Kohl-Regierung, als Minister für Arbeit und Soziales gedient. Doktor der Philosophie und Kämpfer der Arbeiterklasse. Norbert Blüm war der christliche Gewerkschafter der Union. Aufgewachsen als Sohn eines Schlossers in Rüsselsheim, lernt er selbst Werkzeugmacher bei Opel. Mit 15 Jahren tritt er in die CDU ein und bleibt immer dem linken Flügel treu. Er scheut nie die Auseinandersetzung.